Hallo und herzlich willkommen bei Think Positive, alles rund um die Hundefotografie. Mein Name ist André und heute möchte ich dir den Unterschied zwischen Deckkraft und Fluss in Photoshop erklären. Und zwar habe ich nämlich in meinem letzten YouTube-Video, was du hier siehst, wo ich aus diesem Sommerbild dieses Winterbild gemacht habe, glaube ich, Dodge & Burn angewendet und habe da mit Deckkraft und Fluss, also mit dem Fluss gearbeitet. Und da kam die Rückfrage, wo denn der Unterschied zwischen Deckkraft und Fluss ist. Und das möchte ich dir heute Morgen einmal erklären. So, und zwar habe ich hier ein Bild und wenn ich jetzt auf dem Bild eine neue Ebene anlege, kann ich hier gleich sagen, Füllmethode weiches Licht mit neutraler Farbe füllen, dann sehe ich gar nichts und kann jetzt mit weißer Farbe oder mit schwarzer Farbe hier die hellen Bereiche im Bild mit einem kleinen Fluss, na, sagen wir mal 3%, kann ich mir die hellen Bereiche hier noch heller machen und die dunklen Bereiche abdunkeln. So, ich hoffe, das sieht man jetzt hier auch. Ich übertreibe es mal so ein bisschen. So. Und wieso arbeite ich jetzt mit dem Fluss und nicht mit der Deckkraft? Darum geht es jetzt. Dazu, um das zu erklären, lege ich mir eine neue Ebene an, fülle die einmal mit Weiß, nehme mir meinen Pinsel in Schwarz. Mit der Taste X kann ich übrigens hier zwischen Schwarz und Weiß immer hin und her switchen. Ich brauche jetzt einen schwarzen Pinsel, um das zu erklären. Setze den Fluss mal wieder auf 100 und die Deckkraft lasse ich auf 100. Wenn ich jetzt mit 100 hier einmal rüber male, dann habe ich 100% schwarz. Wenn ich das Ganze jetzt auf 10% zum Beispiel die Deckkraft runterfahre und gehe hier einmal von links nach rechts und wieder zurück, dann bleibt das immer, egal wie oft ich hier rüber gehe, bei 10%. Es sei denn, ich lasse den linken Mauszeiger los und setze neu an. Das heißt, dann kann ich jetzt klick, 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 klick natürlich hier jedes Mal 10% draufballern. Das ist die Deckkraft. Wenn ich die jetzt wieder auf 100 mache und lege den Fluss mal auf 5% und fahre von links nach rechts und gehe wieder zurück, dann siehst du, dass ich die Mauszeiger nicht losgelassen habe, aber trotzdem wird es immer mehr zu schwarz. Das heißt, wenn ich da mit ganz wenig, nur mit 2% rübermale, kann ich mir natürlich in meinem Bild wesentlich besser definieren, ohne absetzen zu müssen, was dunkel und was hell sein soll. Das ist der Unterschied zwischen Deckkraft und Fluss. Und das nehme ich halt ganz gerne gerade bei Dodge & Burn, weil dann muss ich halt nicht, wenn ich hier unten das jetzt aufhellen will, hier, muss ich jetzt nicht ständig klick, 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 klick. Ich male jetzt gerade mit Schwarz, das möchte ich nicht mit X. Klick, 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 klick machen, sondern ich kann halt wirklich die Maustaste drücken und gedrückt lassen und sehe schon, wie sich das dann verhält. So. Ja, soweit. Ein kurzer Quick-Tipp, schwieriges Wort, zu dem Thema. Wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest und mehr von mir sehen möchtest und der Community beitreten möchtest, dann geh doch einfach auf community.thinkpositive.de. Da findest du meine Facebook-Gruppe. Würde mich freuen, dich dort bald zu sehen. Ansonsten gern Like und Follow dalassen und dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Der Freitag ist ja da. Genieß es. Und dann bis zum nächsten Mal. So long, dein André. Ciao, ciao.